Hallo, herzlich willkommen in der Keksmanufaktur Henke und Henry. Und zwar sind wir heute bei Nadja und Nadja und ich kennen uns, das mag keiner glauben, schon zu Au-pair-Zeiten. Wir haben uns in Paris kennengelernt und wir waren, glaube ich, unter den Au-pair-Mädchen diejenigen, die am meisten gesammelt haben. Ne? Yes, wir waren. So, und jetzt stellt euch vor, Nadja ist jetzt hier unter die Kekse gegangen. Ne? Ja, genau. Ich bin Keksdesignerin geworden. Eigentlich habe ich vorher Modedesign noch studiert hier in Hamburg und habe jahrelang als Modedesignerin gearbeitet, hatte aber immer eine ganz große Leidenschaft fürs Backen. Und dann habe ich gedacht, dann schreiben wir doch und verzieren wir mal die Kekse. Und ich habe handbemalte Kekse, das sieht man auch hier. Darauf habe ich mich spezialisiert. Und man kann halt auch bei uns alles personalisieren lassen. Also alles, es geht rund um den Keks. Wir haben also auch klassische Kekse, ganz klassisches Gebäck, aber wir machen auch individuelle Torten, richtig schön mit, also alles in Keksform. Das ist natürlich klar, weil wir eine Keksmanufaktur sind. Machen wir die Beschriftung in Keksform, die Motive, alles wird dekoriert, sehr aufwendig, aber auch total schön, weil das wirklich sehr persönlich ist. Und das Schöne ist, Nadja hat mir so manchmal schon das Leben gerettet, weil ich bin ja die totale Backqueen, nämlich gar nicht. Du bist ein guter Esser und ein dankbarer. Und mein Mann, der backt auch. Ne? Also, das stimmt. So. Und deswegen habe ich dann mal auch schon mal hier so tolle Kekse. Guck mal. Das ist zum Geburtstag, genau. Da kann man auch mal personalisieren lassen mit dem Namen drauf. Und ja, heute können wir vielleicht auch mal, ach, da habe ich ja noch was. Das ist für den Muttertag, das machen wir auch, also das ist auch ganz süß. Oder hat einfach einzelne Herzkekse. Ja, und das finde ich aber auch toll. Zum Beispiel haben wir das dann einmal zu einer Feier gehabt und dann haben wir das als Giveaway gehabt. Für jeden auf dem Tisch, so, das kann man ja mit Namen machen oder so, genau, herzlich willkommen. Oder auch die Herzen, sowas. Ne? Oh. Da kann man auch mein Held rausschreiben, mal für den Mann, für Anno. Ne? Das muss ich gleich mitnehmen. Oder auch einfach für eine Hochzeitsgesellschaft, das ist auch ein ganz schönes Empfangsgeschenk, wenn man auf dem Teller einfach den Namen als in Herzform hat. Und gibt nochmal so einen richtig schönen Farbklecks, ne? Und für die, die dann nicht Kekse essen, weil die immer auf Low Cap sind, aber das muss man einfach haben. Und guckt mal hier für die Kinder, ne? Das ist ja wohl total süß. Ja, die Meerjungfrau, das Einhorn, wir haben natürlich auch das Lama nicht zu vergessen, ganz viele Herzen, also wir haben ja auch, das stellen wir auch nachher vor, was wir alles so an Boxen noch haben an Keksboxen. Aber es könnte dann zum Beispiel jeder kommen und sagen, hier, ich habe jetzt irgendwie das mein Logo, das könnte man machen lassen. Wir arbeiten für Firmen, wir verarbeiten für ganz viele Firmen, ganz viel auch für die Modeindustrie. Ja. Das ist auch toll, weil ich ja auch aus der Branche komme. Und das ist schon toll, dass man halt das einfach dann in seine Kreativität entfalten kann. Also nicht nur das Logo, sondern wir schauen einfach auch, dass der Keks wirklich spannend ist und interessant ist, weil man möchte ja seine Marke verkaufen, also weniger ist mehr. Ja. Und das setzen wir auch in Keksform dann um. Aber dann ehrlich gesagt, zu Weihnachten kriegt man ja immer diese komischen Weinflaschen alle. Also nicht, dass wir keinen Wein trinken, nicht? Ja. Aber da würde ich mir doch lieber so eine Box zusammenstellen, so eine schöne Box, so eine Weihnachtsbox. Das wie süß ist das wir denn? Wir haben auch richtig tolle Resonanzen, die melden sich auch anschließend und sagen, wow, das ist so richtig mal ein tolles Geschenk, was toll angekommen ist. Ja, und das ist sehr, sehr, sehr viel persönlicher, finde ich, weil es ist personalisiert und es ist so, als wenn man das selber gemacht hat. Ja, das muss jetzt auch aussehen, genau. Es sind auch einige, die dann sagen, bitte nicht den Hersteller darunter, soll aussehen, als wenn ich das gemacht habe. Das haben wir auch an Weihnachten schon gehabt, dass dann ältere Damen hier die Kekse angekauft haben, haben gesagt, das schneide ich alles auf und dann sage ich gar nicht, dass ich nicht selbst gebacken habe. Das ist ein tolles Kompliment. Ja, und super fand ich das auch. Also da ist mir fast das Brötchen aus der Hand gefallen, als ich eine Zeitung gelesen habe und da stand drin, hey, du hast Bücher auch veröffentlicht. Ja, ne? Genau. Und das finde ich auch total spannend. Also das sind auch alles Rezepte, die da drin sind. Genau, rund ums Jahr. Also das ist hier jetzt ein Buch, da geht es um handbemalte Kekse rund ums Jahr. Da ist auch sogar typisch passend für die Landpartie. Ist auch ganz toll. Haben wir eben Gummistiefel. Und hab da haben wir gesehen? Auch nachher auch eine Box, die ich vorstelle, also auch mit Landpartie-Motiven. Und das sind eben die Grundrezepte drin, auch für die Eiweißglasur, was wir jetzt nachher auch machen, weil ich zeige dir das einfach mal, damit du das auch cool selbst also, ne? Ich hab ja schon selber einen Orden dran gemacht, ne? Nur damit ihr das seht, vorsichtshalber. So, und das ist ja zum Beispiel das ist auch jetzt, genau, da haben wir jetzt verschiedene Rezepte. Hier geht das zwar auch sehr, es geht auch um Dekoration rund um den Keks, aber mit verschiedenen Rezepten, unterschiedlichen Rezepten, vom Schwarz-Weiß-Gebäck über Lebkuchen, also das kann man hier auch mit zum Beispiel so einem Apfelrezept mit getrockneten Apfelscheibchen
Ja, oh, also super. Einfach mal alles kreativ. Christbaumschmuck natürlich. Oh, guck mal, ihr braucht demnächst keinen Christbaumschmuck mehr kaufen. Das ist auch ganz toll. Sondern das kann man aus Keksen machen. Und da machen wir auch jedes Jahr auch zu Weihnachten Kurse. Das ist auch ganz toll. Ja. Dann lernt man das selber und machen wir für Christbaumschmuck jedes Jahr eigentlich um die Weihnachtszeit bieten wir mehrere Kurse. Also erstmal machen wir jetzt auch total schön. Erstmal haben wir den Sommer und freuen uns jetzt da drauf und machen Gummistiefel, Blumen und alle möglichen tollen Kreationen. Also wir sehen das ja hier. Guckt euch die Blumen an, ist das der Wahnsinn? Also mehr geht doch nicht. So, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Ich habe hier schon den Teig ausgerollt, Mechthild. Das darfst du ausstechen. So schwierig ist das ja nicht. Ne? Hat die das gehört? Hat die das gehört? Also das kriege ich hin. Ja. So, und dann machen wir das hier auf. Ups, da. Also das muss da drin bleiben? Bei mir klebt das nicht drin. Du musst ein bisschen so zur Seite schieben. Da gibt es einen kleinen Trick. Das erkläre ich auch immer den Kindern in der Backstube, wenn wir Kurse. Wir machen ja auch Kindergeburtstage hier. Wo mache ich am großen? Und dann Kindergeburtstage. Das ist genau mein Alter. Da zeigt man. Hoffentlich sieht meine Mutter das Video nicht. Also ach, die wird sich freuen. Nee, Mutter, ja genau. Die sagt es hier. Meine Backkunst habe ich nicht von ihr gelernt. So, und das schieben wir dann bei 180 Grad in den Ofen und lassen das ungefähr ja, so 10 Minuten, bis sie ein bisschen hellbraun sind, backen. Und wenn die ausgekühlt sind, dann verzieren wir gemeinsam die Kekse. Dann zeige ich dir mal, wie das überhaupt mit der Glasur funktioniert. Oh, super. Und das sind jetzt Formen, da gibt es, die kann man auch bei dir kaufen? So ja, genau. Backformen. Ich habe auch außergewöhnliche Keksausstecher, die habe ich auch hier im Ladengeschäft. Klar, ich kann an keinem Keksausstecher vorbeigehen, klar. Mm. Das, vor allen Dingen ist halt auch ganz wichtig, dass nicht solche Verstrebungen drin sind, weil man da auch richtig rumtüfteln muss. Und wichtig ist einfach, dass man gute Keksausstecher hat, damit der Teig nicht hängen bleibt. Okay. Das ist ganz wichtig und das geht es bei uns. Ist das eigentlich jetzt so aus Amerika gekommen oder aus Frankreich oder wo ist das hergekommen? Das kommt ursprünglich wirklich aus England und Amerika. Ja. Ja, das ist schon seit Jahren da ein Trend und ist auch bei uns rübergeschwappt. Schon seit Jahren. Ich mache das ja schon seit 2015 hier mit der Backstube. Mhm. Die Firma habe ich 2011 gegründet. Nachdem ich für diverse Praktika halt auch in Backstuben gemacht habe, bin ich auf den Keks gekommen, weil man den verschicken kann. Ja. Super. Ja, gut. Also dann darf ich gleich mal das Lasieren lernen. Das ist ja auch schon mal, boah. Also genau. Mein Mann wird begeistert sein. So, die Kekse sind fertig gebacken, ausgekühlt. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Da muss man immer drauf achten. Und jetzt machen wir eine Eiweißglasur. Da habe ich einfach Eiweiß genommen und das mit Puderzucker einfach ein normales Eiweiß, also vom Ei getrennt und einfach gesiebten Puderzucker reingetan. Keine Zusatzstoffe, nichts. Nee, das kann man aber auch alles im Buch nachlesen oder halt auch unter Nadja Brun findet man das auch. Da habe ich ja auch öfters mal meine Rezepte rausgegeben. Eigentlich kannst du ja Online-Seminare machen, ne? Das müssen wir auch lernen. In unserem Alter müssen wir das auch lernen. In unserem Alter, natürlich. Was soll das denn? Ja. Nee, auf jeden Fall habe ich jetzt das angerührt. Das ist ganz einfach und simpel. Also nicht mit dem Schneebesen, sondern einfach mit dem Flachrührer ganz einfach Puderzucker reingeben. Eben, wie gesagt, die Menge findet ihr im Buch oder auch so, und was kann ich jetzt machen? Webseite. Also wenn die Kinder das in deinem Backkurs können, dann kriege ich das glaube ich auch hin. Jetzt habe ich den Spritzbeutel schon mal damit gefüllt. Ja. Damit wir nicht nur viel rumkleckern, habe ich das schon für uns gemacht. Aha. So, und damit umranden wir dann die Kekse. Aber daher muss das auch gefüllt werden. Wir haben ja verschiedene Farben. Mhm. Und dann kann man du kannst gerne da einfach mal ein bisschen, das ist eine Lebensmittelfarbe. Das ist Lebensmittelfarbe? Und da gibst du einfach ein bisschen mit rein. Also das ist jetzt schwarz? Und dann nee, das ist nicht schwarz. Sieht schwarz aus, möchtet, aber du wirst gleich sehen. Und gehst du runter? Ja, ja. Okay. Ach, das darf man reinstecken. So, und dann... Ja, ich rühre jetzt. Du rührst und jetzt muss das aber ein bisschen verdünnt werden. Und dann gebe ich vorsichtig... guck mal hier, das wird lila. Ja, schön, ne? Ach, cool. So, dann machen wir das ein bisschen dünner, weil damit füllen wir nachher den Keks. Aber das wird dann nachher rosa auch? Nee, das ist jetzt lila, weil du eine lila Farbe genommen hast. Wenn du das mächtig. Hoffnungslos. Nee, also... Ja, meine letzte Vision. Also es gibt auch die Farbe Pink oder so grün. Ja. Okay, die macht man natürlich, ja. Ja, guck mal, lecker, lecker. Genau, aber richtig schön verrühren. Ich übernehme mal das Zepter hier. So, einmal richtig schön rühren. Ja gut, du machst das ja auch. So, und dann noch ein bisschen dünner. Ja. Also das ist wirklich wichtig, dass man nicht zu viel reingibt, sonst muss man wieder Puderzucker reingeben. Ja. Und das kann dann verklumpen. Deswegen ganz vorsichtig, wenn man Flüssigkeit hinzugibt. Ja, okay. So, das ist jetzt so das Richtige. So schön fließt das vom Löffel.
Und jetzt mache ich das einfach in so eine Schmelzflasche. Oder, also die soll auf jeden Fall weich sein. Das ist ganz wichtig, damit man auch drücken kann nachher. Aber die könnte man auch bei dir kaufen, also für los, für los Ahnungslosen, ne? Ja, ich habe ja auch so ein Paket für die Anfänger, wo alles drin ist. Das kriegst du gleich nachher mal mit. Also bin ich nicht nur allein. Für Ahnung. Du weißt, ich musste bei uns in der Familie mal das Bügeln übernehmen. Also bügeln kann ich super. Oh, das hasse ich. Ja. Das muss ich echt gestehen. Ja, siehste. Guck, wir können in eine WG ziehen, wenn wir dann in Rente sind, ne? Und dann bügeln. Ja, und Rente, das geht's bei uns nicht. Bechtelt. So, und jetzt fülle ich das hier rein. Ja. Dann habe ich hier einen Deckel. Da ist, also das habe ich ein bisschen mehr aufgeschnitten, das war mir zu dünn. Ja. So, und jetzt lassen wir das erstmal stehen und jetzt nimmst du mal den Spritzbeutel, ja, die Hand, jetzt musst du gucken, da vorne, kommt kann sein, raus, dass es ein bisschen angetrocknet ist. Ja. Mal ausprobieren. Warte mal. So. Ah, siehst du, okay. So, und dann nimmst du das jetzt, du bist ja Rechtshänder. In der Hand, ja, Rechtshänder. So. Und mit dem linken Finger, Zeigefinger gehst du drauf, damit führst du den, und jetzt ein bisschen höher. Das muss jetzt nicht perfekt sein. Möchtet in die andere Richtung. Guck mal einmal zu. Wieso nicht? Und dann muss es geschlossen werden. Ach so, ja, warte. Ich mach das jetzt so. Du gleich eine Verzierung. Ja, ich mach sowas. Du bist ja gleich kreativ, ne? Ja, ich hab da nur, das ist ein bisschen schwierig nachher zum Füllen, aber ist egal. Aber ja, genau. Wir machen das einfach ja. Einfach mal eine Linie. Ja. So. Eigentlich machen wir das so ein bisschen höher. So. Herzen. Also geschlossen. So. Oh, genau. Guck mal. Mach ich auch nochmal. So, und dann füllen wir das einfach. Ich habe schon die... Ach so, das kommt dann in der Mitte da rein. Ja, so, ich dachte, mal zuschauen. Ich dachte, das kommt erst drauf. Nein, okay. Nein, jetzt warte. Ja? Ich habe hier auch schon mal eine andere Farbe noch angemischt. Die kannst du mal rosa nehmen. Baby rosa. So, gucken, nicht, dass uns das raus... Ja, gucken. Schwappt. Und jetzt erstmal gucken. Okay. So, mach mal einfach, dann füllst du das einfach so. Ah, ja. Einmal so, zack. Und jetzt kannst du das mit den anderen machen, mit Rosa. Okay, ich mach das dann so ein bisschen anders. Nimm das mal, weil das ist ein bisschen sehr zackig, ne? Das gibt bestimmt noch so einen Plattdruckpinsel oder sowas, ne? Alles klar, du kannst natürlich. So, und das muss dann über Nacht. So. Genau, man kann dann auch so ein Stäbchen nehmen, ne? Wenn du. Ach so, ein Stäbchen. So, ne? Mit dem geht's vielleicht besser. Ah ja, genau. Darf man das so essen? Aber ich mach das eigentlich immer mit dieser Tülle vorne dran, dass ich da ein bisschen hin und her rühre. Und dann manchmal hat man auch so kleine Bläschen drin. Ja. Da kann man auch mit dem Stäbchen einfach ein bisschen zu drauf tuschieren. Also so. Und man kann die auch ein bisschen schütteln, damit die Oberfläche schon glatt ist. Siehste. Und dann lassen wir die über Nacht einfach trocknen. Genau. So. Und wenn die trocken sind, also das hier, natürlich hat man nochmal eine andere Tülle genommen. So, das muss dann. Und danach wird auch draufgeschrieben, das zeige ich dir jetzt mal. Oh, super. Hey, das ist ja mal schön. Naja, man muss ja auch sehen, dass du Fachmännin bist und ich nicht. So. Trotzdem gut für den Anfang. So, und jetzt haben wir ein Herz hier, das ist schon getrocknet. Mhm. Und jetzt können wir das zum Beispiel beschriften. Okay. So. Dann rande ich das nochmal. Ach so, das heißt also, du hast einen Rahmen und machst du noch einen Rahmen? Ja, du kannst da zum Beispiel irgendwie was drauf. Also du fährst von rechts nach links? Nee, von links nach rechts? Von links nach rechts, als rechts und den Zeigefinger immer dazu. Dass man dann hier so... So, und da könnte man jetzt Landpartie draus schreiben. Oh, du machst aber so schnell, das geht ja gar nicht. Bei mir, man muss gleichmäßig drücken. Oh, scheiße, ist das schwer. Nadja, ich mach was falsch. Guckt euch das mal an. Oh, ein bisschen... Bisschen mehr Schmackes, bisschen mehr... Achso, ein bisschen Gewalt. So, und noch ein kleines Herzchen. Oh, ey, dann, guck mal. Wenn das nicht so toll wird, dann kann man das einfach in Streusel eintauchen. Zum Beispiel hier haben wir einfach dann, das machen wir gerne mit den Kindern bei den Kindergeburtstagen, wenn die Ränder nicht so schön sind, dann machen wir einfach nochmal einen Zuckerrand außen rum und dann wird das einfach in Streusel. Also ich bin normalerweise ein bisschen, also begabt, also ein bisschen, aber guckt ihr euch das mal an. Man braucht ein bisschen Übung, aber so schön. Oh, gut. Ich dachte schon, das geht ja gar nicht. Und guck dir das mal an, wie schnell du das dann machst. Da bin ich jetzt auch nicht angekommen. Ich bin ja ganz aufgeregt, dass du da bist. Das glaube ich nicht. Ja. Und jetzt? Und das kann man natürlich in verschiedenen Variationen machen. Oh, guck mal, hast du gerade so schnell Landpartie da drauf geschrieben? Hast du das jetzt gerade gemacht? Ja, klar. Warum? Guck mal, so schnell. Ich glaube, wir haben ja ganz viele Firmenkekse. Wenn ich ein bisschen länger bräuchte, würde ich kein Geld mehr verdienen. Ne? Also guck mal, wir haben unser erstes Landpartieherz. Ist das süß? Und dann kannst du eins für mich machen für Arno. Ja, für Arno. Machen wir. Komm. Da schreiben wir für Arno drauf. Ach, das kommt. Wir nehmen diesen hier. Das ist doch total. Oder das für Arno. Genau. Und jetzt backt er ja schon nicht mit. Dann kriegt er jedenfalls ein
von kleines mir, Schatzi. Herzchen. Ja, nicht, dass wir unsere Männer vergessen, ne? Ja. Und das machen wir auch. Aber mal. Ich sag euch, das ist nicht so einfach. Und da kann man jetzt also Backkurse. Ja, genau. Guck mal, wie schnell die das macht. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Und da gibt's jetzt Backkurse, wo man das machen kann. Da müsste ich ja gleich ein 10er-Abo haben. Genau, also es gibt Backkurse, da kann man halt die verschiedenen Kurse belegen mit unterschiedlichen Themen. Für Geburtstag, jetzt auch ganz neu werden wir dann was mit Blumen machen, also mit Gartenmotiven. Ja. Wir haben Mode, Kekse, natürlich zu Ostern haben wir auch Kurs und natürlich hauptsächlich auch gerade ganz viel zu Weihnachten, Weihnachtsanhänger. Und du sagtest jetzt auch Kinderkurse, das heißt also... Wir machen Kinderbackkurse, richtig, ja. Die Kinder feiern ihren Kindergeburtstag bei uns und das ist immer ganz toll. Das ist schon super, weil Kinder sind halt dann irgendwie, ja, die sind halt einfach süß und freuen sich über ihre Einhörner. Gib zu, manchmal könntest du auch mit der Rolle drüber sagen. Ach nee, also. Ich mache das schon leidenschaftlich gerne. Und guck mal hier, in so einer tollen Backstube, das ist so schön, die Farben sind hier so toll. Die hier, wenn man das mal sieht, mit den tollen Kränzen alle da dran, das ist so schön hier. Also wirklich, das ist perfekt. Ja, wir haben halt auch hier die Partyartikel dazu. Ne? Wenn man jetzt eine Torte kauft, dann kann man gleich die Girlanden und die Cupcake-Sets und Keksausstecher und noch die Luftballons und natürlich ganz, ganz tolle Kerzen haben wir für den Geburtstagstisch. Das kann man bei uns halt alles. Und ich glaube, dass die Kinder auch mal wieder kreativ sein wollen. Und ich glaube, das ist auch mal eine ganz tolle Sache, dass die wieder mal. Das ist ein ganz großer Trend. Also, also viele verschenken auch für ihre Kinder einfach dann ein. Wir machen auch Cupcake-Kurse dann mit Waldmotiven, mit Igel und Fuchs und Hasen drauf. Und das ist schon erstaunlich, was die Kinder doch können. Die sind manchmal sogar besser als die Erwachsenen. Tatsächlich. Das war jetzt ja kein Wink mit dem Zaunfall. Und sag mal, es gibt ja auch so in Paris diese Macarons. Ne? Die gibt es doch auch. Oh, ja, ist, ja, ja. Ist der Trend auch noch total? Oder, wir machen das auf unsere Torten teilweise drauf. Auch das ist jetzt unsere Eiscremetorte. Also es ist aber seit es Macron gibt, sagen viele, nicht mal ich hätte gerne Macarons, sondern die sagen, ich hätte gerne Macrons. Das gibt's ja nicht. Ja. Ja. Monsieur aber Macron, voilà, les Allemands können auch backen. Ja. Ja, also traumschön. Also und wie hältst du dann deine Figur? Ach, manchmal muss ich mich schon ein bisschen zusammenreißen. So wenn jetzt gerade, wir haben ja auch Zimtschnecken und leckere Lemon-Tarts und Himbeertarts, die wir auch mal Freitag, Samstag verkaufen. Und das ist schon manchmal schwierig. Mhm. Also da muss ich auch mal so sagen, jetzt 3, 4 Tage. Aber ehrlich gesagt, so viel Kalorien haben die ja auch gar nicht. Nee. Wir sind ja immer am Wirbeln und hin und her rennen, das geht. Also ja, und immer nur Kalorien zählen ist. Für meinen Mann wäre das gar nichts. Der wäre nur am Essen. Boah, also wir können richtig gespannt sein. Du hast ja uns nachher auch noch solche Boxen gemacht für die Landpartien. Finde ich super. Ja. Und da, extra für die Landpartie haben wir exklusiv eine Box gemacht. Mit, aber das werden wir ja gleich sehen, was uns erwartet. Und wir machen halt auch, wir verkaufen halt auch. Boxen, die wir anbieten mit verschiedenen Motiven. Also gerade für die Hochzeitsbox, die haben wir auch hier. Und eine Geburtstagsbox. Das ist so das, was am meisten auch die Leute... Und was magst du am liebsten? Oder was, wenn du jetzt sagst, so, da freue ich mich total drauf, dass es, da, ich liebe Torten. Oder was ist für dich immer die größte Herausforderung? Ach, das Schöne ist eigentlich... das Schöne ist eigentlich, wenn ein Kunde kommt, mir eine Idee sagt und zeigt und dann einfach sagt, machen Sie mal. Das ist das Schönste. Weil dann ist es einfach eine Herausforderung und dann kann man loslegen und auch der Kreativität freien Lauf lassen. Das ist also eigentlich immer, also gerade bei Torten ist das toll, wenn ein bisschen was über die Person erzählt wird, dann da sind wir auch ganz stark und wirklich sehr gut, so individuelle Torten. Also wir haben da ja auch verschiedene Füllungen drin. Ne? Also, wir machen das auch nicht zu süß. Eine Torte muss auch schmecken, die darf nicht nur schön aussehen. Ja. Das ist total wichtig. Da hatte ich früher immer die Erfahrung gemacht, man gibt relativ viel Geld aus für so eine tolle Torte und dann schmeckt sie nicht. Ja. Also das ist bei uns überhaupt nicht übersüßt. Wir haben also da Schokoladenboden meistens drin mit Schokoladenganache. Oder man kann auch Frischkäse-Creme drin haben mit Beeren, auch ganz lecker, jetzt gerade für den Sommer. Oder wir haben auch ein Zitronenbiskuit, da kann man auch Lemon Curd, also so eine Zitronencreme. Und dazu auch, ganz lecker.
kann man halt auch Früchte mit drin haben. Oh. Und wie gesagt, das ist wirklich nicht so süß und das ist auch das Wichtigste. Wir bieten gar nicht viel mehr an, weil zu viel Schnickschnack bringt es auch nicht. Es muss einfach schmecken. Das ja. ist das, so kommen auch die Kunden wieder zurück. Das ist ja. das A und O. Aber verschicken kann man die nicht, ne? Nee, die kann man leider nicht verschicken. Aber es lohnt sich ja mal in unseren Laden zu kommen. Ne? Wir haben und ja haben wirklich Leute, Reisewert. Ja, genau. Wir haben schon von ganz Deutschland haben wir auch Besucher hier, die dann auch sagen, Mensch, ich habe sie gesehen, ich bin ja auch öfters mal beim NDR, bei meinem Nachmittag, da backe ich regelmäßig. Und da kommen die schon mal rein und sagen, ach Mensch, hallo, ich wollte sie mal sehen. Und ja, man genau, kann nicht alles fragen. Genau, sonst normalerweise ein Interview im NDR und heute bei uns auf der Landparty. Yeah! Ja, aber das ist natürlich auch, die sind ja einzigartig, ne, die Kreationen. Ja, da. Genau. Das ist auch unser Merkmal, dass wir halt das alles in Keksform umsetzen, diese ganzen Kekseinstecker. Ne? Und wie lange muss man die vorher bestellen? Ach, so 2 Wochen wäre schon gut. Manchmal geht es auch kurzfristig. Das hängt davon also ab, auch auf die Saison. Und manchmal natürlich jetzt zum Muttertag hat man natürlich noch mehr Aufträge. Ne? Also, oder kurz vor Weihnachten ist es ganz schwierig. Aber immer fragen. Ja. Ne? Manche sind auch ganz kurzfristig dabei und dann können wir auch noch was zaubern. Also das ist einfach, da würde man doch am liebsten bleiben hier. Ne? Sich verstecken in der Backstube und jeden Tag als Mainzelmännchen mithelfen. Ne? Ja, wir können ja mal tauschen. Du machst Einrichtungen und ich mach Backen. Das hängt total zusammen. Also deswegen, ja. wir gestalten den Laden ja immer neu um. Ja. Das ist auch das Tolle, das gefällt mir auch im Ladengeschäft. Wir haben dann die neuesten Girlanden hier drin und die neuesten Ich wollte ja nur mal sagen, hier die Profis und die Anfänger. Also ich müsste dann, du meinst, ich muss einen Kinderkurs erstmal belegen? Ja. Kann ich Erwachsene, vielleicht auch Erwachsene. Nein, alles gut. Komm lieber zum Essen, alles gut. Ja. Du kannst bei mir einrichten, das kannst du besser. Also, vielen Dank, Nadja, das ist echt total schön. Hat mir Freude bereitet. Und was man alles mal, wenn man sich mal wieder sieht, was man alles entdecken kann. Man sieht sich ja auch nicht jeden Tag. Ne? Und wie sich die Leute auch entwickeln, das ist ja Wahnsinn. Ja. Dass du mal beim Backen landest, ne? Beim kreativen Backen, Wahnsinn. Das hätte ich ja nie gedacht. Ne? Ja, also. Meine lieben Leute, entweder ihr besucht uns jetzt auf der Landparty oder ihr fahrt zu Nadja nach Hamburg. Und der Laden heißt die Keksmanufaktur. Henk und Henry. Henk und Henry. Wieso Henk und Henry eigentlich? Ach, das sind meine beiden Söhne. Oh. Die heißen Henk und Henry. Nee, ja. Die müssen auch mit backen, Kinderarbeit, ne? Ja, der eine hat schon mal einen Tag ein Praktikum gemacht und erstaunlich gut hat er das auch durchgezogen. Echt? Der andere war ein bisschen schwieriger. Die haben dann einfach die Handschuhe irgendwann mal aufgeblasen und hatten da Luftballons draus gemacht. Ja. Aber das entdecken die auch später. Jetzt wollen die cool sein. Ne? Genau. Also, wenn ihr nochmal Lust habt, könnt ihr auch das Buch studieren. Und wir freuen uns, wenn ihr Nadja besucht oder uns besucht auf der Landparty. Denn da könnt ihr alles erfahren. Und kommentiert ruhig, was ihr noch für Tipps haben wollt aus der Bäckerei. Das können wir dann nachher alles beantworten. Du stehst für Rede und Antwort zur Verfügung. Ne? Ja, genau. Und dann machen wir vielleicht auch mal einen Online-Kurs. Davon träume ich jetzt nochmal. Also das ist ja nochmal eine Herausforderung, ne? Ja, Nadja. Das kommt wir auch hin. Noch. Wir kommen wieder. Also. Viel Spaß, genießt es und ich finde, ein paar Kalorien muss einfach sein. Dann ist man auch nicht so ausgenommen. Von Kalorien reden wir doch gar nicht. Ja. Nein, man muss sich das nett machen. Also immer dieses Kalorienzählen finde ich sowieso. Ich finde, wir sind sowieso noch nie so schön gewesen. Also, viel Spaß noch und genießt die Kekse, die du uns im Landparty-Shop dann nochmal präsentierst. Ja, genau, schaut mal vorbei.